Hallo, heute zeige ich euch mal, wie man den neuen Jailbreak benutzt bzw. anwendet. Dazu einfach das iPad, iPod oder iPhone, was auch immer. Das funktioniert mittlerweile jetzt auf allen Geräten, auf allen Firmwares, die es gibt. Einfach mit iTunes auf die aktuellste Firmware updaten und dann kommt man ja rein. Also sprich, beim iPhone ist eben halt noch eine SIM-Karte, eine originale SIM-Karte benötigt man, womit man das noch aktivieren kann. Und dann kommt man eben halt so ins Menü rein. Das ist wichtig. Das ist eine Grundvoraussetzung für den Jailbreak. Und dann einfach Einstellungen reingehen, mit Wi-Fi verbinden. Verbinden. Ich bin jetzt verbunden und jetzt öffnen wir einfach Safari. Na, wo habe ich Safari? Da oben. Und geben hier die Adresse ein: jailbreakme.com öffnen. Dann landen wir, oder sieht das dann so aus, sobald wir die Seite besuchen. Und um den Download oder den Jailbreak-Vorgang zu starten, muss man einfach hier Slide to Unlock machen. Und jetzt wird der Jailbreak zuerst runtergeladen und anschließend installiert. Hier nicht wundern, der Jailbreak ist eben halt neu, aufgrund dessen versuchen eben halt, ja, ich würde mal sagen, locker ein paar Millionen Menschen gerade einen Jailbreak zu machen. Sprich, versuchen alle eben halt auf diese Seite zuzugreifen. Dementsprechend kann das ein bisschen länger oder ja, länger dauern, jetzt die Tage. Sprich, jetzt wird das eben halt gedownloadet. Ich mache mal in der Zeit meinen Einkauf weiter. Ihr könnt ja sehen, was da passiert. Der Download geht sehr. Ja. Also ist jetzt nicht das Schnellste. Oh. Anscheinend ist der Download schon fertig und jetzt kommt eben halt, dass das Teil direkt ja, am Gerät selber gejailbreakt wird. Und dadurch haben wir auch dann gleich Cydia drauf. Na, was für schöne Filme gibt es denn hier? Gar nicht so. Ich wollte das eigentlich draußen machen, aber aufgrund dessen, dass hier der Bildschirm so spiegelt, kann man draußen gar nichts erkennen. Ich muss sowieso jetzt hier was einkaufen, deswegen dachte ich, ich mache das jetzt schnell. Also sprich, Sie brauchen noch nicht mal einen PC, einen Laptop, Rechner, nichts wird benötigt. Wie gesagt, einzige Voraussetzung ist, dass das iPhone aktiviert ist, sprich, dass man ins Menü reinkommt. Und dass man eine WLAN-Verbindung hat. Also ich mache jetzt die WLAN-Verbindung mit meinem iPhone. Ich kann das eben halt zum Router umfunktionieren, so dass sich x-beliebige Geräte bei mir einloggen können. Yeah, das hier, cooles Team, so wie das Dev-Team.
Auch wenn es den Anschein hat, dass es hier nicht weitergeht, das geht weiter. Herr Brinkmann, bitte auf 182, Herr Brinkmann, bitte. Ja, ich komme. Geburtstagskarte von mir. Also jetzt die Meldung eben, dass es geedit wurde und jetzt ist letztendlich der Jailbreak vollzogen. Sprich, ich habe jetzt Video auf dem iPhone oder auf dem iPad, iPod in diesem Fall. Da ist jetzt Video. Also und jetzt einfach Video öffnen, dann sollte da Reorganizing stehen. Oder doch nicht. Also Video hat sich schon vollständig aufgebaut, hier jetzt einfach nur noch Benutzer auswählen. Dann würden die aktuellen Daten nochmal geladen. Voilà. Falls bei euch hier auf dieser Startseite irgendwo was mit ECID steht, ECID, und da unter Make My Life Easier, da einmal bitte raufklicken, das ist sehr wichtig, damit man ein Downgrade wieder vornehmen kann. Jetzt für die 3G, 3GS User oder iPhone 4 User einfach auf Verwalten klicken, auf Quellen. Die Packages werden gerade heruntergeladen. Hier einmal vollständige Aktualisierung gehen und hier nochmal bestätigen, damit das heruntergeladen und anschließend auch installiert. Nachdem das fertig ist, einfach unter Verwalten, Quellen auf Repo 666 Ultrasnow klicken und da einmal die Erweiterung Ultrasnow installieren. Man kann mittlerweile 15 Minuten Videos machen oder hochladen bei YouTube. So kann ich hier jetzt auch die 10 Minuten ein bisschen überziehen. Das ist kein Problem. Das Video zurückkehren. Und jetzt hier die besagte Quelle. Repo 666 Ultrasnow. Da einmal raufklicken. Also machen wir von Anfang. Das Video öffnen. Ladedaten steht bei Cydia immer oder fast immer. Und Cydia könnt ihr immer updaten, upgraden, falls da Updates sind. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr euch da irgendwie einen Simlock wieder zieht. Hallo Herr Kaiser, kennt ihr den? Ich auch nicht. Okay,
jeden Fall, jetzt hat es zum Beispiel sie aufgebaut, jetzt da unten auf Verwalten klicken, dann einmal auf Quellen, auf Repo 666 und Ultrasnow. Einfach oben installieren klicken und dann nochmal bestätigen. Zack. Ich brauche das nicht zu installieren, weil das ist ein iPod. Aber bei Ihnen einfach das installieren, das Gerät startet dann neu und somit ist der Simlock dann draußen. Ja, das war's. Falls Fragen sind, einfach an hamburgiphone@gmail.com schreiben und ich versuche euch weiterzuhelfen. Bis dann, ciao.